Nochmal neu oder niederschlagen. Drei zufällige Teile einer festgelegten Sammlung werden vorgestellt und müssen in die drei Kategorien einsortiert werden. Willst du es nochmal erleben oder besitzen? Hättest du davon gerne eine frischere Neuauflage? Oder würdest du es am liebsten zerstören? Würdest du nicht? Tja, Pech. Eins der Teile muss hemmungslos verdroschen werden. Make your choice. Freunde, herzlich willkommen zur ersten Folge von Nochmal, Neu oder Niederschlagen. Ja, heute haben wir hier den lieben Sascha, den Dauerwinker. Hi. 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 Hallo. Also Hi. Known as Wackiger. Ein Evergreen der YouTube-Szene, zumindest so in meinen Kreisen. Dann sind wir heute aber hier zusammengekommen, um unsere Sammlungen auf die Probe zu stellen. Ich habe dir mal freigestellt, welche Sammlung du uns hier präsentieren möchtest. Und du hast da bereitwillig deine Lieblings-Shooter-Serie mitgebracht. Auf jeden Fall, denn es geht um Halo. Ne? Ich habe komplett die Halo-Reihe bei mir zu Hause, nur habe ich ein Spiel rausgenommen, beziehungsweise ein Genre von Spiel. Es gibt ja Halo Wars, dieses Strategieding, das habe ich komplett rausgeklammert. Ich wollte nur beim Shooter-Aspekt bleiben, aber es ist auf jeden Fall die Halo-Reihe bei mir. Ja, ich bin gespannt, was du dazu erzählst, weil mit Halo habe ich ja noch so gar keine Berührung. Xbox ist ja immer so mein Sorgenkind gewesen, konsolenmäßig. Ich als PlayStation-Fanboy, ne? Deswegen immer so hier die South Park-Folge PlayStation, Xbox. But I want a PS4, not a crappy Xbox. Draufhauen eher als ausprobieren. Vielleicht machst du mir da Lust drauf, bin auf jeden Fall gespannt, hört man ja einiges drüber. Und um mich ein bisschen dir anzunähern mit deiner Sammlung, habe ich auch meine liebste Shooter-Serie rausgesucht und das wäre Fallout. Bin auch auf drei Spiele gekommen und diese werden wir jetzt feierlich einordnen in nochmal, neu oder niederschlagen. Und da du der Gast bist, würde ich dir gerne den Vorrang lassen. Was ist denn dein Nochmal-Spiel? Ich finde das sowieso, ich möchte kurz mal was anmerken, ich finde das so total lustig gerade. Ich habe eine Spielereihe genommen, wo du noch gar keine Berührungspunkte großartig mit hattest. Und bei mir ist es genauso. Ich habe mit Fallout auch bisher nichts zu tun gehabt. Ich weiß nicht, wir gucken mal, wohin die Reise führt heute auf jeden Fall. Ja, guck mal, morgen streamst du direkt erstmal Fallout. Und ich Halo. Mal gucken, ich habe keinen. Doch, ich habe tatsächlich bei Epic habe ich einen Fallout. Ja, guck. Ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Teil. Ich müsste bei Epic mich einloggen, um zu gucken, aber ich habe den tatsächlich mal geschenkt gekriegt. Vielleicht wirst du gleich erfahren, ob der was taugt oder nicht. Hier von mir. Ja. Nochmal. Da fällt es mir eigentlich absolut nicht schwer. Ich hatte mal ein Video schon mal zu gemacht. Jetzt wird die Matrix gleich das Ding durchbrechen. Es ist ja alles grün bei Xbox, deswegen. Man sieht es. Aber man sieht's, Halo 2. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel überhaupt der Halo-Reihe. Ungefähr, keine Ahnung, 20, 30 Mal durchgespielt inzwischen. Ja, tatsächlich. Ich hatte, man hat ja als Kind sowieso nicht so viel Geld. Und wenn man eine Konsole hat, dann hat man damit eigentlich am meisten viel Zeit verbracht. Und ich hatte kein anderes Xbox-Spiel, außer eben Halo 2. Und habe das rauf und runter gespielt, auch tatsächlich Multiplayer, dass man mehrere Konsolen hat und dann mit einem Switch, mit LAN-Kabel alle verbunden und dann auf so einem kleinen Fernseher, so einem tragbaren Fernseher auf einer Map gezockt. Wahnsinnig lustig. Also ich liebe dieses Spiel großartig. Und ich habe es extra in die Nochmal-Kategorie gepackt und nicht in die Neu, weil es gibt ja schon ein Remaster dazu, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, in der Master Chief Collection gibt's Halo 2 als Remaster und es ist wunderschön. Ich liebe es. Es ist wirklich großartig. Gib mir mal ein bisschen Kontext zu der Halo-Reihe an sich. Ich habe da nur mal so Ausschnitte von gesehen. Ich kenne natürlich den Master Chief als Maskottchen sozusagen. Für mich sieht das immer so nach purem Gameplay aus, also wenig Handlung, wenig Story, wenig Charakterentwicklung. Bin ich da auf dem schiefen Dampfer sozusagen? Oder ist es tatsächlich einfach eher nur drauf losballern und es ist so geil gemacht, dass es einfach nur tierisch Spaß macht und alles andere? Also ich würde sagen, jein. Also das Ding ist, es gibt von der Halo-Saga, es ist ja wirklich eine komplette Saga. Es gibt Bücher, es gibt Comics, das ganze Ding ist riesig aufgebaut.
Die Story, die Lore, wird aber leider nicht in den Spielen komplett übertragen. Also es hat zwar als Spielreihe angefangen und die ganzen Bücher und so haben sich drumrum aufgebaut. Du hast es ja eigentlich bei Filmen oder bei Serien, dass du das quasi mit einem Buch anfängt und daraus entwickelt sich dann der Rest. Bei Halo war es andersrum. Da gab es halt ein Spiel, was dann letztendlich dann größer gemacht worden ist und danach kam letztendlich dann die Story drumrum. Okay. Aber es ist trotzdem, prinzipiell wird aber die Story trotzdem in den Spielen schon erzählt, aber nicht so, wie man das als Hardcore-Fan erwarten würde, so zumindest meine Perspektive. Davon mal ab ist auch, glänzt zumindest bei Halo der Multiplayer und das Gameplay natürlich. Also du hast halt, Halo ist quasi der Urvater der Shooter im Konsolenbereich. Mhm. Um deine Frage quasi genauer zu beantworten, Gameplay ist auf jeden Fall immens wichtig, Story auch. Und wird auch in Halo transportiert, aber in den Spielen nicht so unbedingt groß, wie es eigentlich schon könnte. So, das ist ein riesen Story-Erlebnis eigentlich, wenn man sich darauf einlässt. Man muss halt nur weitergehen, als nur die Spiele zu spielen. Ja, das ist bei mir und meinen Beispielen hier natürlich vollkommen anders. Zufallsorakel hat leider nicht so ausgewählt, wie ich das gerne gehabt hätte, wenn ich es gezielt ausgesucht hätte. Aber ich muss ja jetzt was auswählen und deswegen ist es Fallout 4 geworden. Der letzte Teil der Hauptreihe bisher ist noch sehr frisch bei mir in Erinnerung. Es war auch schon ein paar Jahre her, aber ist auch sehr, sehr geil geworden. Also die haben da viele neue Sachen, alte Sachen behalten, die richtig geil waren. So der Erkundungsgeist, Koalition, die man so mit den einzelnen Parteien in der Welt, in der Wüstenwelt da eingehen kann, um eigene Entscheidungen zu treffen, um den Ausgang der Story nochmal zu beeinflussen, ein alternatives Ende zu haben. Das Kampfsystem, finde ich, ist sehr, sehr einzigartig. Ich musste mich damals ja sehr, sehr reinfinden bei Fallout 3. Weil du kannst es zum einen als normalen Shooter spielen, aber du hast halt auch so RPG-Elemente durch deinen Pip-Boy, diesen quasi elektronischen Ärmel, den du am Arm hast. Damit kannst du es halt so ein bisschen die Zeit anhalten und dann so gewisse Körperteile anvisieren, was dann so ein bisschen den RPG-Teil mit reinbringt, sage ich mal. Mhm. Und die Story war super, sehr, sehr viel Humor, was bei Fallout auch immer sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Also gerade in den Sidequests passiert da richtig abgefahrener Scheiß, der einen immer zum Lachen bringt und ja, nochmal würde ich das auf jeden Fall nochmal zocken, ne? Fallout 4. Da habe ich auch eine Frage. Du hast ja bei Fallout, das ist so ein bisschen Open-World-mäßig aufgebaut, oder? Total. Wie? Total. Für mich ist es der Inbegriff von Open-World. Also ich habe noch kein Spiel gehabt, was mich so zum Erkunden einlädt wie Fallout 4. Das ist wahrscheinlich so das Breath of the Wild für PlayStation-Spieler, sage ich mal, oder halt für Nicht-Nintendo-Zocker. War es denn schon immer Open World? Also war das Gameplay direkt immer auf Open World ausgerichtet oder hat sich das erst in diese Richtung entwickelt? Also du verlässt deine Vault nach dieser Atomkatastrophe viele Jahre danach und bist einfach in dem Wüstland und kannst von Anfang an aussuchen, wo gehe ich jetzt hin. Also du hast nicht ein X auf der Map und da läufst du jetzt hin, sondern steht dir alles vollkommen frei und du bist sofort, musst drauf loslaufen. Dann gehen wir doch mal direkt über in den zweiten Teil unserer Kategorien. Das ist nämlich neu. Also welches Spiel hättest du gerne aufgehübscht, in welcher Variante und warum? Da fiel mir die Auswahl auch überhaupt nicht schwer. Also die Katzen haben, hast du das eigentlich eingeblendet schon? Ja, sicher. Die Katzen haben super Wahl getroffen, denn Halo 3 ODST, das sieht man tatsächlich bei dir spiegelverkehrt, ein großartiges und völlig underratedes Spiel. Es ist tatsächlich, Halo 3 ODST ist eins der wenigen Spiele, wo man nicht den Master Chief spielt. Oh, also man, okay. Das spielt auch, die Story ist angesiedelt zwischen Halo 2 und Halo 3 und bezieht sich auf eine Truppe von ach, wie soll ich das sagen? Das sind quasi, die nennen sich OAST. Das sind Orbital Absprung Trooper. Das sind quasi keine Spartans, das sind wirklich richtige Menschen, nicht so Cyborg-Menschen, sondern richtige Menschen, die auf der oder in der afrikanischen Stadt New Mombasa
eingesetzt werden, weil dort die Allianz angreift. Mhm. Und das Lustige ist, oder was heißt das Lustige eigentlich, hat man versucht, ein anderes Storytelling zu machen als in den normalen Halo-Spielen. Denn wir schlüpfen in die Rolle des Rookies, also des Anfängers, der kurz vor seinem Einsatz eingeschlafen ist. Und überhaupt, also man merkt schon, der hat überhaupt gar keine Peilung, was da gerade passiert. Wir werden in diesen Einsatzort geschickt. Unsere Kapseln verteilen sich quer durch die Map und wir sind quasi alleine da. Und müssen erstmal versuchen, klarzukommen, wie ist die Situation gerade auf New Mombasa? Wo sind meine Leute überhaupt? Wir haben gar keinen Funkkontakt zu den anderen. Und laufen durch die Map, müssen uns ein bisschen durch ein paar Wellen von Allianz-Truppen schnetzeln. Und kommen zwischendurch immer zu ein paar kleinen Elementen. Lass es jetzt mal ein Helm von einem dieser Soldaten sein, um die Geschichte unserer Team-Member irgendwie zu erfassen. Also, okay. Du kannst dir das so vorstellen, wir gehen vor diesen Gegenstand, dann wird eine Cutscene getriggert und dann spielen wir die Szene, die unser Crew-Mitglied erlebt hat. So. Okay. Es ist wirklich underrated. Es ist auch tatsächlich ziemlich gehatet worden von vielen Halo-Fans, teilweise zu Recht, teilweise finde ich das auch ein bisschen bescheuert. Die meisten beschweren sich darüber, wo ist der Master Chief? Das ist gar kein richtiges Halo. Ja, so auf der einen Seite. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch welche, die sagen, ja, die ODSTs, die sind irgendwie total overpowered, die sind schon fast wie der Master Chief. Also, die haben zwar kein Schild, so wie der Master Chief selber, so ein Superschild, was sich ja wieder auflädt. Du hast nur eine Lebensanzeige, wo du auch Medipacks einsammeln musst und Co. Aber du bist quasi zu stark für einen Menschen. Damit wird dann auch argumentiert. So. Okay. Keine Ahnung. Ich liebe dieses Spiel. Also ich habe das zweimal, glaube ich, nur durchgespielt. Aber es ist teilweise in meinem Kopf immer noch so lang drin geblieben. Das ist schon geil. Und das als Remaster wäre wirklich cool. Okay, interessant. Ja, bei mir hätten die Leute auf jeden Fall einiges mehr zu tun. Remaster wird da auf jeden Fall nicht ausreichen, denn mein Orakel hat hier nochmal die Sammlung der ältesten Teile, sage ich mal, rausgesucht. Wir haben hier nämlich die Fallout-Trilogie, die damals für den PC ja erschienen ist. Hier haben wir Fallout 1, 2 und Fallout Tactics mit drauf. Fallout 2 habe ich schon mal reingeguckt, weil die beiden Spiele, die beiden ersten, sind ja auch sehr beliebt eigentlich in der Community, die alt genug ist, um sie gespielt zu haben, sage ich mal. So von den Bewertungen her sind die auch ganz oben mit dabei. Auch der Humor soll hervorragend sein. Also der soll auch den 3D-Spielen einiges noch voraus haben. Ist halt wirklich von der Grafik her so Oldschool Diablo, wie nennt man die an sich biometrisch? Ne? Top-down. So Top-down. Ist halt sehr schwierig zu spielen heutzutage. Nicht nur die Ansicht, es ist halt auch so ein bisschen die Welterkundung, so von Screen zu laufen. Geht nicht so gut von der Hand, ist irgendwie nicht so intuitiv, dass du weißt, oh, jetzt laufe ich in die Richtung oder du siehst halt was am Horizont, wo du gerne hin möchtest. Das lädt halt nicht so zum Erkunden ein wie die neueren Teile und ebenso halt auch das Kampfsystem, da könnte auch noch ein bisschen dran gefeilt sein. Das ist halt sehr 90er PC-RPG. Da ist viel mit Zahlen und Statistiken. Die Menüs sind ellenlang. Und es ist ein bisschen undurchsichtig, wenn man sich da nicht intensiv mit beschäftigt. Das ist anders als bei Fallout 3 zum Beispiel. Ich bin im Level aufgestiegen. Jetzt habe ich hier Charisma, Stärke, Schnelligkeit, Ausdauer. Und packe da jetzt einfach meinen Punkt drauf und dann bin ich da besser, ne? Hier würde ich mir auf jeden Fall, gerade wenn Story und Charaktere und Humor so geil sein sollen, einfach ein Remake wünschen im Stile von Fallout 3, Fallout 4, um das hier irgendwie nochmal erleben zu können. Das fände ich absolut geil, weil wenn es so cool ist, warum sollte man das nicht nochmal erleben dürfen, ne? Also das ist komplett, da wäre wirklich eine Menge Arbeit hinter, ne? Dann müssten die komplett die Spielmechanik ändern. Das müsste man komplett nochmal, eigentlich hat man nur die Story und die Dialoge und der Rest müsste dann noch gemacht werden. Auf jeden Fall ambitioniert, wird wahrscheinlich nie passieren, gehe ich von aus, aber wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir.
Eine andere Geschichte, die mich noch interessiert hat, die habe ich ja letztens in deinem Stream aufgeschnappt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, dass dein Kanal irgendwie erst so durch die Verfilmung von Creepypastas so seinen Startschuss nach oben bekommen hat. Das fand ich ja ganz spannend, weil Creepypastas ist so ein Internet-Trend, den kennt man. Bei mir ist er jetzt aber so ein bisschen vorbeigegangen. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe tatsächlich die Videos konsumiert damals. Also es klingt so blöd, aber irgendwie kam der Trend richtig schnell auch zu mir und ich habe dann angefangen, mir den Kram so anzuhören, anzugucken. Fand es auch ganz cool und dann dachte ich mir so, ich kann das auch nur besser. Es klingt blöd, aber ich hatte da ja schon so dieses Gefühl, ich habe irgendwie Bock, mehr vor der Kamera zu machen und weniger Let's Plays und so und lieber irgendwas Cineastisches, was ich irgendwie umsetzen kann. Und naja, ich hatte Kamera, ich hatte Stativ, ich hatte eine Person, die zwischendurch eine Kamera halten konnte. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere das einfach mal. Und fang an, quasi, das Ding, das Einfache war ja mit den Creepypasta-Geschichten, das sind ja alles irgendwie schon geschriebene Geschichten. Und um diese geschriebenen Geschichten musste ich quasi einfach nur ein Drehbuch schreiben, wenn du so willst. Yeah. Habe es natürlich inhaltlich ein bisschen angepasst, dass es auch auf mich als Person funktioniert, wie das Lavagna-Syndrom beispielsweise ist ja eine Sache, die nur bei Kindern funktioniert hat. Ne? Also für die Leute, die das nicht kennen, Lavagna-Syndrom hat man quasi dieses Gerücht gehabt, dass damals die grüne Edition von Pokémon beim Lavandia-Song so paar kleine Töne trifft, die bei Kindern irgendwie Übelkeit und Erbrechen auslösen. Und ich habe mir quasi so diesen Faktor habe ich mir genommen, habe den abgeändert und habe gesagt, so der hat bei mir funktioniert, weil ich für immer oder immer noch als Erwachsener Kind geblieben bin. So habe ich mir quasi so diese also eher das Peter Pan-Syndrom. Ja, genau. Okay. Also würde ich heute immer noch unterschreiben. Aber im Grunde genommen habe ich quasi schon vorgeschriebene Texte genommen, habe daraus ein Drehbuch gemacht, versucht mit meinen eigenen Gedanken dann noch was Eigenes hinzufummeln und dann habe ich einfach gedreht. So. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so krass funktionierte. Also, hörst du das? Ein Krankenwagen fährt hier gerade vorbei, der holt mich gleich ab. Ja, wahrscheinlich. Wenn es gleich an der Tür klopft, ne, dann weiß ich, dass es nicht die Drogenfahndung ist. Aufmachen, Drogenfahndung! Ich hab nichts. Dann last but not least haben wir jetzt noch die spannendste Kategorie, Niederschlagen. Als jemand, der die Halo-Reihe natürlich liebt, hast du aber wahrscheinlich auch einen Nicht-Liebling. War er dabei bei deinem Orakel? Leider nicht. Also oder? Mein Nicht-Liebling, das wäre halt sonst richtig perfekt gewesen. Also ohne Witz, bei dem ersten Spiel, oh Katzen, super Wahl. Zweites Spiel, mega Wahl, dann kommt das dritte, ja kacke. Es ist Halo 3 geworden. Okay. Zu dem Spiel kann ich nicht so viel sagen. Ich habe, als ich in diesem Halo 2-Rausch war und dann irgendwann angekündigt wurde, Halo 3 soll kommen, und dann habe ich den ersten Trailer gesehen, ich habe den bestimmt 10, 20 Mal hintereinander abgespielt. Halo schafft das, mit ihren Trailern Gänsehaut auszulösen. Und besonders der Halo 3-Trailer. Also immer, wenn ich die Musik höre allein von Halo, dann geht bei mir die Apple-Pelle los. So, das. Aber letztendlich wurde dann meine Euphorie von dem Spiel irgendwann tatsächlich getrügt, weil das hat mich nicht so erreicht, wie es eigentlich mich hätte erreichen sollen. Vielleicht war auch der Hype zu groß, du kennst es wahrscheinlich selber, du bist wirklich gehypt auf ein Spiel, dann spielst du es. Aber ist ja eigentlich doch kacke. Das klingt gerade so von deiner Reaktion vom Trailer her und dann das, ja. Das ist dann natürlich immer schon so ganz oben angesetzt. Ne? Das ist dann immer ganz, ganz schwierig. Ich war mega gehypt auf das Ding, aber es ist trotzdem prinzipiell ein gutes Spiel. Manche Spielelemente von Halo 2 wurden wieder rausgenommen, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt. Also bei Halo 2 konntest du zwei Einhandwaffen tragen. Bei Halo 3 konntest du das, glaube ich, nicht mehr. Die Story rund um den Master Chief und Cortana wurde da auch ein bisschen gefestigt. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Halo 3 ist schon ein gutes Spiel, aber kann tatsächlich meiner Wahrnehmung nach weg. Na, dann klingt es ja so, als wäre die Wahl doch gar nicht so schwer gefallen. Also, dann ist es bei mir wahrscheinlich schlimmer. Das bin ich gespannt.
Ja, also das ist eigentlich ein Spiel, das hätte ich jetzt spontan auf nochmal gesetzt, weil es einfach schon so lange her ist und ich da wenig Erinnerungen dran habe, die übrig geblieben sind, was ja eigentlich auch kein gutes Zeichen ist. Aber angesichts dessen, dass man halt ein Spiel rauswerfen muss, auf die Müllhalde packen sozusagen, Fallout 4 war dafür einfach zu gut, also muss ich diesen Ableger hier nehmen, das ist Fallout New Vegas. Ist zwar ein Hauptteil. Das hab ich auch. Das hast du auch, das ist es? Nein, das ist es nicht, aber ach so, okay. Ich hab's auch. Ich hab's tatsächlich bei Steam. Okay. Also es ist auch kein schlechtes Spiel, auf gar keinen Fall. Es ist halt vom Look her komplett wie Fallout 3 auch. Also Grafik nicht top-notch, aber sehr okay auf jeden Fall noch. Vom Erkundungsgeist her war ich hier nicht so angefixt, sage ich mal, weil hier schon die Stadt von Las Vegas oder New Vegas sehr im zentralen Mittelpunkt steht. Also da dreht sich so die ganze Story drumherum. Wir haben 3 bis 4 Parteien, die da wirklich versuchen, die Vorherrschaft in dieser Wüstenstadt zu erreichen. Die ganzen Quests, die drehen sich da immer rum. Die ganzen spannenden Sidequests, die so in 3 und 4 so hervorstechen und so den Charakter von Fallout, sage ich mal, ausmachen, weil gerade da so die spannenden und witzigen Charaktere mit drin sind. Das, finde ich, ist hier nicht so ganz rausgekommen. Also, wie schon gesagt, ich habe da nicht viel von behalten. Das ist halt einfach komplett anders als bei den anderen Teilen. Deswegen würde ich sagen, zwangsläufig müsste das in die Tonne. Ich bin ja nicht so drin in diesem Fallout-Game, ne? Hast du das Gefühl, dass oder hast du die Befürchtung, sage ich mal, dass die ein oder anderen Fans der Fallout-Reihe dich quasi so mit dem Missgabeln auseinandernehmen würden, wenn du sagst, hier Fallout New Vegas kann in die Tonne? Oder hast du diese Befürchtung nicht? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich bin jetzt nicht halb so in der Fallout-Community drin, wie du wahrscheinlich in der Halo-Community. Aber ich kann mir vorstellen, dass so rein vom Hype her und wie darüber geredet wird, wie man das auch in den News sieht und auf Gaming-Seiten, finde ich, ist New Vegas schon am ehesten irgendwie untergegangen. Also da wurde am wenigsten drüber gesprochen, entsprechend war der Hype wahrscheinlich auch am geringsten und die Begeisterung. Also war ein gutes Spiel, hat man gerne gezockt, ich habe es ja auch auf Platin gezockt, das heißt mit allen 4 Enden, aber so gut in Erinnerung ist es da nicht geblieben, dass ich sagen würde, dass es besser wäre als 3 oder 4. Deswegen hat es wahrscheinlich auch keine Nummer bekommen, sondern nur ein New Vegas drunter, ein Untertitel wie ein Spin-Off. Da wussten die Entwickler wahrscheinlich selber Bescheid. Ah, das ist irgendwie nicht so das Wahre. Dann nehmen wir die 4 wieder weg. Gut, dann haben wir hier unsere 6 Spiele insgesamt abgehandelt. War spannend. Ich habe auf jeden Fall was über Halo erfahren. Und kann ich denn mit Halo 2 anfangen? Macht das Sinn, sodass ich direkt die volle Ladung geilstes Spiel ever serviert kriege? Oder rein storymäßig müsste ich da schon irgendwie bei 1 starten? Oder bei Reach? Also rein storymäßig könntest du theoretisch, auch wenn ich das Spiel nicht mag, bei Reach anfangen, dann Halo 1 und dann die Reihe so fortsetzen, wenn du die Lore an sich so ein bisschen eher verstehen möchtest. Aber wenn du das Gefühl haben möchtest, ein richtig gutes Halo-Spiel zu spielen, auch grafisch gesehen, dann würde ich den Halo 2 Remaster von der Master Chief Collection auf jeden Fall dir ans Herz legen. Da wirst du auf jeden Fall deinen Spaß mit haben. Die gibt's so, für welche Konsole? Xbox One. Schade, bei mir hört es bei der 360 auf. Wir waren doch gerade eben bei YouTube Anfängen. So. Ja. Und du hast da gerade was Witziges angerissen. Trophy. Du warst ja quasi Trophy Hunter damals. Genau. Und damit hast du mehr oder weniger angefangen. Ja, wie der Name schon sagte, damals Just Platinized, ne? Ja. Warum hast du aufgehört damit? Ja, irgendwann war der Hype auch weg, ne? Also ich habe ja in dem Trophäenforum schon irgendwie so damals, da bin ich auf den Finchi getroffen, über den Finchi bin ich überhaupt erst auf YouTube gekommen und habe dann halt diese Trophäen-Videos gemacht, weil das gerade mein höchstes Interesse war sozusagen. Und dann bin ich halt hier so in der Community langsam angekommen, habe gesehen, was für Content noch so produziert wurde und mich davon halt auch inspirieren lassen. Und irgendwann hatte ich dann halt auch Bock, was anderes auszuprobieren. Derweil ist halt auch das Trophäenhunten mal so für 1-2 Jahre abgeflaut, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf hatte, weil das ja schon stressig und anstrengend ist teilweise. Und ja, dann ist es irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich habe ja immer mal wieder irgendwie so ein bisschen was gemacht. Ich habe auch erst vor 2 Jahren, als
meine erste Trophäe, 10-jähriges Jubiläum hatte, eine Kolumne geschrieben auf knockoutmagazin.de und ich habe diesen Monat meine 100. Platin geholt. Das heißt, da kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Videos zu. Aber ja, der Fokus, dafür war mir das dann doch irgendwie zu nischig. Dafür sind meine Interessen zu breit gefächert. Wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet. Ja. Gut, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du hier mit dabei warst, dass du mein Versuchskaninchen für dieses neue Format geworden bist. Ich muss mich auch bedanken dafür, das war mir eine Ehre, du. Ja, super. Also, wie gesagt, freut mich, dass du immer noch aktiv bist. Ich empfehle dich natürlich auch sämtlichen Zuschauern da draußen, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Kurz was auf Twitch, was gibt's da so zu erwarten? Ich habe letztens Harry Potter PlayStation 1 gesehen, glaube ich, ne? Nee, PC tatsächlich. PC. Das war aber die Generation, Stein der Weisen auf dem PC. Ja. Aber haben wir durchgespielt. Also das werdet ihr nicht wiedersehen. Tatsächlich schwanke ich immer so ein bisschen. Also die Hauptspiele, die ich derzeit auf Twitch zocke, ist Pokémon Kristall. Die Nuzlocke-Challenge spiele ich derzeit. It Takes Two wird derzeit gespielt. Super Smash Bros., sobald meine Technik wieder mitspielt, wird auch im Stream gezockt. So, ich bin relativ flexibel. Also ich probiere mich inhaltlich auf Twitch noch ein bisschen aus. Ich habe noch nicht so das Spiel gefunden, was ich regelmäßig spiele, bis auf Pokémon Kristall. Das ist das, was am meisten läuft derzeit. Minecraft, ich habe einen eigenen Server. Damit habe ich auch tatsächlich angefangen, ne? Oh, ich hab, okay. Ich war einer von den Leuten, die damals so 2010, 2011, wo dieser Minecraft-Hype angefangen hat, so das Spiel nicht zu haten, aber habe es ein bisschen so belächelt, so ach, diese Minecraft-Kiddies und ist doch alles scheiße und so. Ja, und guck mal, ein paar Jahre später, ich habe einen eigenen Server und zockt mir meine Community. Kenn ich. Ich habe es auch immer müde belächelt und sind mir alle auf den Sack gegangen mit ihrem Minecraft. Und dann hat ein Kollege das mal für die PS3 mitgebracht. Und dann sind da dreistellige Stunden drin versunken. Ne? Ich weiß noch, wie ich, glaube ich, 12 Stunden mein Just Platinized-Logo aufgebaut habe im normalen Spielmodus und da immer runtergefallen bin und gestorben bin. Naja, das ist auch eine andere Geschichte. Schaut beim Wacky vorbei, beim guten Sascha. Und wir sehen uns demnächst mal wieder. Bis dahin, Madelord, das bin ich. Be with you. See ya. Tschüss.